Es geht wieder Schlag auf Schlag, wenn auch auf dem Ersatzkanal, dank Zensur des Hauptkanals, das habt ihr ja mitbekommen. Ausgerechnet unser lieber Herr Wieler scheint momentan erschreckend ehrlich. Ich habe es gerade beim Boris Reitschuster gesehen, er hat das Video der Tagesschau geteilt, denn dort wurde Wieler interviewt zum Thema heiliger Zombie-Seuchner. Ihr wisst schon was, das ist jetzt die zäsurfreie Methode. Wir überlegen uns ein cooles Codewort. Ich werde auch häufiger die Glaskugel zu Rate ziehen, einfach um der Zensur vorzubeugen. Dann machen wir das Ganze halt satirisch. Bei dem Thema ist es allerdings zu ernst, um da lustig drüber zu reden. Deshalb gibt es einfach immer angehoben halt das da, um vorzubeugen, dass das Video direkt wieder gesperrt wird. Aber wir schauen mal, was der Wieler gesagt hat. Und zwar ist bei ihm endlich angekommen, dass in Deutschland im Jahr etwa 900.000 Menschen versterben. Das ist nicht schön, das ist einfach der natürliche Lauf der Dinge, kann man nicht ändern. Liegt in der Natur der Sache. Das sind pro Tag so 2700 bis 3000 hoch Verstorbene. Also jeden Tag versterben, je nach Saison natürlich, im Sommer weniger als im Winter, zwischen 2500 und 3000 Menschen. In Deutschland völlig normal, hat nichts mit der heiligen Zombie-Seuche zu tun. Nun aber hat Wieler tatsächlich angekündigt, dass es natürlich oder dass es wohl auch dazu kommen wird, weil statistische Wahrscheinlichkeit und so weiter und so fort, dass Menschen in Zusammenhang mit der Zombie-Seuche versterben. Und da ist es dann laut Wieler ganz, ganz wichtig herauszufinden, woran das liegt. Sind die Menschen nun wegen der Zombie-Seuchen verstorben oder möglicherweise an anderen bereits vorhandenen Vorerkrankungen? Und das ist wohl auch die Erklärung, weshalb es laut Wieler Impfzentren geben muss und eine zentrale Erfassung. Denn man muss ja genau ermitteln können, warum ist denn jetzt jemand verstorben? War das jetzt, weil er einfach 104 Jahre alt ist und 10 Vorerkrankungen hat oder möglicherweise tatsächlich deshalb? Das alles will man zentral irgendwo niederschreiben, um das Ganze dann besser auswerten zu können. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das der Inbegriff eines Menschenversuchs. Wenn man sich hinstellt und sagt, ja, das wird wohl dazu kommen, dass da Leute abkratzen, möglicherweise deshalb oder in Zusammenhang damit, zumindest mit einer gewissen zeitlichen Kausalität. Wir müssen das Ganze dann mal beobachten, deswegen brauchen wir die Impfzentren, damit das alles schön erfasst werden kann. Und dann gucken wir mal, woran sie denn gestorben sind. Sagt man das den Risikogruppen, die man entsprechend, zum Konsum folgender bewegen möchte? Sagt man das den Menschen, die man vielleicht sogar dazu zwingen möchte? Ich sage nur Stichwort Gesundheitsbranche, Mitarbeiter im Gesundheitsbereich, Pflegebereich und so weiter und so fort. Sagt der Wieler denen das ins Gesicht, dass logischerweise oder dass wohl auch Menschen entsprechend daran versterben könnten und dass man das Ganze deshalb dann zentral so ein bisschen auswerten möchte? Hilft das den Verstorbenen? Ich würde es doch mal ganz arg anzweifeln. Und je mehr Menschen das da konsumieren, desto höher ist wohl auch statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit, dass jemand daran verstirbt. Das bedeutet, je mehr dann reinmarschiert ins heilige Zentrum, desto mehr im schlimmsten Fall Todesfälle hat man zu beklagen. Ist ja dann nett, dass das irgendwo zentral schön ausgewertet wird, dass man dann irgendwann im Untersuchungsausschuss, wenn es ihn dann mal gibt, weiß, oh ja, die sind verstorben, weil das und das war jetzt in der Heiligen enthalten. Aber das ändert doch für die Betroffenen nichts mehr. Also na klar, man kann damit ganz wundervoll die Rentenkasse entlasten. Das klingt jetzt ganz, ganz zynisch, ich weiß. Aber vielleicht ist auch der ein oder andere monetäre Ansatz gegeben. Denn wenn man jetzt besonders alte und vorerkrankte Menschen dazu drängen möchte, fast schon, es ist ja alles freiwillig, ihr wisst, niemand hat den Vorsatz, eine Mauer zu errichten. Nee, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine verpflichtend einzuführen, ihr wisst schon. Aber wenn man mittels Psychospielchen, mittels PR-Maschinerie, Werbekampagnen ohne Ende dafür sorgt, dass besonders ängstliche ältere Leute, die ja sowieso ein Stück weit dazu neigen, sich mehr Sorgen zu machen, als das jetzt Jüngere sind, dass besonders die in eben jene Zentren marschieren, diesen Kram konsumieren und dann im schlimmsten Fall dran versterben, ja, dann ist es natürlich ganz wundervoll, dass dann im Nachgang irgendwann mal ermittelt wird, dank zentraler Datenerfassung, ja, die sind jetzt tatsächlich da, deswegen verstorben, und haben wir uns jetzt so und so viele 1.000 Euro Rente gespart oder so, kann dann eine Frau Merkel vielleicht ganz stolz verkünden, ich weiß es nicht, das wird sich dann zeigen. Aber das sind natürlich alles Dinge, die sollte man vielleicht mal besprochen haben. Ich weiß, das ist in Little Paranoidistan oder in Zensuristan nicht mehr erwünscht. Kritik an der Bundesregierung sowieso nicht. In dem Fall hat das aber der Wieler selbst gesagt im ARD-Fernsehen und das ist durchaus bemerkenswert. Das ist genauso wie der Spahn, der im Sommer gesagt hat, ebenfalls in einem Interview, ich glaube ZDF war das in dem Fall, dass man, wenn man zu viel testet, ja auch falsch positive Ergebnisse haben würde. Muss man ja mal um die Ecke denken. Ja, denkt man einmal zu oft um die Ecke, kommt man wieder am Ursprung an, hat man im Prinzip gar nicht gedacht. Das passt dann vielleicht zu diesem Protagonisten. Aber das haben sie auch ganz offen ausgesprochen.
Der Berliner Senat hat ganz klar auf eine Anfrage des Marcel Luther geantwortet, dass der heilige PCR-Test eben nicht in der Lage ist, Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes nachzuweisen. Da frage ich mich, warum zur Hölle das nicht ankommt bei den Menschen. Die Protagonisten der allgegenwärtigen Paranoia stellen sich hin und sagen offen und ehrlich, ja, da wird es dann wohl auch Todesfälle im Zusammenhang möglicherweise damit geben. Das beobachten wir dann halt einfach mal. Und das wird völlig unkritisch hingenommen. Da wird da nicht vielleicht mal ein Zeitungsartikel geschrieben, der das als Aufhänger hat, das mal irgendwie in Talkshows zur Debatte geworfen, wie hoch denn das Risiko ist, daran zu versterben im Vergleich dazu an der heiligen Zombie-Seuche zu versterben. Das passiert überhaupt nicht. Das will keiner wissen. Auch die Paranoia-Piloten in den Kommentarspalten, die ducken sich einfach weg und denken sich, ach, mich wird schon nicht treffen. Scheiß drauf, trifft dann halt den Nachbarn oder so. Also das muss man doch auch erstmal sacken lassen. Da sind sie ehrlich und sprechen offen aus, was die bösen, bösen Verschwörungstheoretiker seit Monaten angemahnt haben. Und offenbar will es keiner so wirklich hören. Es gibt keine Konsequenzen diesbezüglich.